Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Season 2 oder 3. 1, 2 oder 3. Okay. Die letzte Chance ist vorbei. Letzte Folge war ja ein bisschen abgefuckt von Pure. Der ist heute leider dabei. Die Rache wird heute deshalb noch nicht vonstatten gehen. Und da ich gestern Nacht ein bisschen abgefuckt war und wir noch keinen Regen gestern Nacht hatten, war es also noch nicht verboten, weiterzuspielen auf dem Server. Deshalb haben wir ein bisschen übertrieben. Ein bisschen übertrieben. Wir haben jetzt verdammt viele Hühner und so. Kann man jetzt halt nichts ändern. Ab jetzt haben wir aber die Regel, man darf nur noch auf dem Server spielen, wenn man aufnimmt und. Also anscheinend geht es halt wirklich nicht ohne Regeln, deshalb habe ich auch ein paar Diamanten. Und dabei sind noch Firmen. Nein, du bist nicht dabei. Warum denn nicht? Ja, warum schon? Ihr kleinen schwangeren Viecher. Mein Penis. Eine knackige Farm schon am Laufen, sehr geil. Wächst und gedeiht alles schön. Sehr schön. Sehr schön, Alter. Ach, keine mehr. Ja, heute mal zu viert am Start. Vollbart, sind wir am Parat. Und, Alter, mein Ohr juckt so eklig, Alter. Ich fuck gerade richtig ab. Wird mich ja stören. Uno Moment. 16, nämlich wird's auch stören. Aber HDX. Mein Ohr juckt. So. Na. Ja, lass mein Ohr in Ruhe. Wirst du mich verarschen, du dummes Stück Scheiße? Du dummes Stück Scheiße. Richtig gerettet noch. Verdammt, ich konnte das arme Schwein nicht mehr retten. Aber es ist durch die Wand geglitscht und darum musste sterben. So, ich habe mein. Alter, wie laut die Hühner sind, ich glaube, das muss ich gleich. Alter, so, machen. Wenn man direkt davor steht, die explodieren ja fast. Leiser machen, ihr Leben beenden bedeutet. Komm, das. Bitte was? Ich lasse jetzt mal Liebe machen. Mach Liebe. Oh Gott. Alter, wie das aussieht! Oh ja, Gott, ey, die Inzest-Dinger werden fortgepflanzt. What? Alter. Ich einfach geleckt hat, weil da so viele Hühner sind. Ich sehe nur mehr rote Herzen. Alter, was? Warte mal, mach mal. Ich hatte gerade ein volles Deck. Da müssen auch mal die zwei Zwillingsschwestern ran. Ich hatte gerade ein volles Deck an Körnern. Das war jetzt einfach weg, instant. Es ist schon ein bisschen leise geworden. Ich habe jetzt schon. Ich habe ja 5000 Stacks an Eier und so. Ich auch. Ich hau jetzt mal alle rein. Ja, was habt ihr denn getan? Wir haben ein bisschen übertrieben. An die 500 Alter, Hühner haben wir da. Wir haben den Erdloch gepfercht, so wie damals Fritzl-Style einfach. Ja, ich sag ja österreichische Methoden. Das haben wir schon verstanden. Nur ja. Ich habe 1,5 Stacks ungebratene Hühner jetzt. Woher habt ihr so viele Hühner auf einmal? Ja, Eier. Eier ja, und Liebe machen. Übertrieben. Ja, offscreen oder? Alter, wie viele Hände kriegen wir jetzt? Wir haben halt die Farm ein bisschen. Wir haben halt die ganzen Hühner gefüttert. Wie gesagt, deshalb wäre es halt gut, wenn wir jetzt diese Regeln eingeführt haben. Alter! Wie es ja, eigentlich abgeht. Das ist abgeht. Echt nicht schlecht, dass wir das eingeführt haben, glaube ich. Weil ich habe halt gestern wirklich 3 Stunden, glaube ich, auf dem Server halt einfach gespielt, weil ich abgefuckt war. Ich sehe schon wieder, wie sich die Zehennägel bei den Zuschauern teilweise kräuseln wegen einfach dem Wort Regeln. Ja, aber ja, wir machen das natürlich so, dass das alles hier einfach nur sozusagen zum Spielen und zum Zuschauen möglichst entspannt ist einfach. Ist ja einfach so, weil ganz ehrlich. Es ist doch so, wenn man jetzt so ein bisschen, also die Regeln werden sich nicht ganz genau genommen, aber man sollte es ja trotzdem versuchen einzuhalten. Ja, man will halt einfach sozusagen, dass jeder halt sich auf dem Server wohlfühlt einfach. Also jetzt nicht, das heißt ich, wie zum Beispiel das, was Gabs am Anfang gesagt mit diesem Random Killen und so, das haben wir jetzt auch mal unter, ja wie soll ich sagen, halt, verboten und so weiter. Weil, ganz ehrlich, wie dumm ist das denn, wenn jetzt Gabs einfach hier hinkommt, tötet mich, nimmt alle meine Sachen, haut ab und ich kann halt so gesehen mich ja erstmal nicht wehren. Kannst du das nicht? Ja, ich meine jetzt, wenn du mich halt gekillt hast, kann ich ja nichts machen, weil dann habe ich ja nichts mehr, womit ich mich wehren könnte, verstehst du? Stimmt. Deswegen halt allein solche Sachen, das finde ich halt ziemlich beschissen. Oder als Fallen bauen oder so, ich finde auch scheiße. Fallen bauen ist erlaubt. Ja, Fallen bauen ist erlaubt. Also man sollte die jetzt nicht an jeden Höhleneingang und was weiß ich bauen, halt gleich mal in das Haus einfach mal reinsneaken, wenn man sich gerade mal traut. Das aber ihr seht witzig. Hier auf der Karte, da, also ich habe mir so einen Wegpunkt gesetzt gestern Nacht, Explosionsziel. Ja, könnt ihr wir mal wissen in die alle, was Haus es ist. Was ihr denkt, das ist, wir haben auch hier, wir haben halt ein bisschen übertrieben gestern Nacht, das ist halt so passiert. Ja, ein bisschen. Ich habe mir gar nichts machen getraut. Wenn aber wenn so mein viel. Haus explodiert dann oder meine Farm, dann wirst du nicht mehr spielen können. Ja, das du Ding bist. Ist halt, ja, ich habe auch gesagt, Gabs, eigentlich das Haus das sollst du da echt rauslassen, weil...
Da ist irgendwo eine Grenze, also, finde ich. Eine TNT-Kanone. Der Boss hat Diamanten gefunden, ich weiß, wem ich die schulde. Ach so, TNT-Kanone. Ach so, ja, Haus ist auch in Ordnung, Gabs. Haus ist in Ordnung. Ja, ja. Am besten eine vollautomatische TNT-Kanone, oder? Ich habe gestern Nacht ein bisschen gegoogelt. Aufwendig, aber es geht. So, ey, nee, Gabs, ich mach Haus, mal das mal ein Haus, ja. Haus soll es echt rauslassen, weil das ist irgendwo. Und Farm auch. Ja, also halt so, was gebaut ist, das sollte man rauslassen, weil wie gesagt, wir stehen hier eher am Anfang. Wenn er jetzt nochmal alles zerstört, dann muss er wieder von neu anfangen, das ist halt einfach scheiße. Ja, dann war ich gestern Nacht auch. Nein. Aber das hatte Gründe. Ja. Tu es, tu es! Was? Ich hab die Aufnahme noch. Das finde ich richtig scheiße von euch. Naja, ich sag mal so, in dem Moment war es witzig, weil wir alle nicht dachten, dass Matthias es macht. Ja, ich hab mir damit einfach eine Aufnahme verkackt. So, naja. Gabs, ich mach mal da jetzt mal mein Bettchen her. Dass ich zumindest nicht neben dir im Bett schlafen muss, das muss nicht sein. Schleck, so, Bettchen. So, ich baue jetzt erstmal am Spawn alle Bäume ab und mach dann gleich eine Baumfarm hin für alle Leute, die halt am Spawn spawnen. Und ihr gleich auf die Welt kommt und genügend Dinge hat. Weil es kommen ja immer wieder neue Menschen dahin zu. Ja, muss man ganz klar sagen. Gabs, wie viele Diamanten hattest du gestern? 11? So was ungefähr, ja. Na, ich sag's mal so, ein paar Leute, die auch mal in unter anderem Staffel 1 dabei waren, wollen ja noch dazukommen. Dazuschauen vor allem. Dazukommen. Ja. Da schauen wir mal. Hey, kann man schon sagen, Marcel und Anton wollen jetzt mitmachen demnächst. Ja, aber das kann halt noch etwas dauern. Also es wird bei Anton zumindest noch mindestens bis Anfang Juli dauern. Und bei Marcel weiß man halt nicht, ob auf Anton wartet oder nicht. Ja, ich denke mal, dass er auf Anton warten wird. Jo, ich auch. Also die beiden werden mitmachen, dann der Facts Up ist inzwischen dabei, der ist auch jetzt in der Beschreibung. Also ich packe die Leute mal dann in die Beschreibung, wenn sie halt dann auch sozusagen dann mitspielen auch aktiv. Und dann sind wir halt noch bei anderen Leuten dabei, die mitzubekommen. Also wir versuchen halt... Ah, ein Apfel. Also, ja, wie gesagt, Vorschläge sind erwünscht. Übrigens, ihr müsst halt nicht nur Vorschläge aus der COD-Szene mal bringen. Das Einzige, was ich meistens lese, ist Apo Red, Royal, Marcel, Anton... Alter, was? Ja, man kann ja mal, man kann es ja eigentlich sagen, mit Apo Red, also nicht mit Apo Red, aber mit Royal und Steel war ja mal ein Projekt geplant. Aber dann ist aus denen in ihre Richtung mit der Zeit dann nichts mehr gekommen. Soll jetzt kein Hate sein, aber ja, jetzt machen wir einfach dieses Projekt hier. Ja, ist halt immer ein bisschen nervig, wenn man sich da auch so ein bisschen mit beschäftigt, sag ich mal, ein bisschen sich was ausdenkt und so. Das, weil das Projektformat ist eigentlich echt geil, halt, also ja. Wir konnten es dir nicht mal mehr vorstellen, weil ganz ehrlich, die meinten so, ja, hier, lass mal zusammen Minecraft spielen und so, lass mal irgendwie was starten und so. Und da hatte mich Steel angeschrieben, meinte ich so, ja, klar, können wir machen und so, können uns da ja was ausdenken, ein paar Ideen haben wir noch. Haben wir erstmal so ein bisschen irgendwie, da konnten wir dann nicht skypen, weil Royal dann irgendwie wieder weg war. In der Kaserne oder so, ja. Irgendwie sowas und, war halt dann irgendwie im Nachhinein ein bisschen blöd, weil dann, nachdem er wieder da war, das war irgendwie ein paar Tage später, wollten wir dann irgendwie skypen eigentlich. Da kam dann ist halt nichts mehr gekommen. Genau, kam dann nichts, haben wir sie angeschrieben, kam wieder nichts und kam irgendwie ein paar Tage später so, ja, gar keine Motivation, ja. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich baue da gerade so viel Scheiß zusammen. Das Ding halt, was ich immer so sehe. Ich würde ein bisschen weiter weggehen, das ist ein Meter davon entfernt. Gibt's keinen Kurs sehen? Nein. Das Ding ist, bei Leuten, die halt sozusagen zwei Kanäle haben und wo Minecraft sozusagen auch ein Zweitkanal ist, ist es ja meistens so, dass die Leute sich ja für den Erstkanal ja mehr Mühe sowieso wahrscheinlich, aber halt sozusagen mehr den Fokus drauf legen. Was an sich ja nicht schlimm ist, nur es ist halt immer doof, wenn man dann mit solchen Leuten zusammenarbeiten will, weil die dann halt ganz schnell mal für den Zweitkanal ihre Meinung ändern. Das ist halt das Problem. Ja. Deswegen, wir wissen auch nicht, ob Marcel dann irgendwie 100 Folgen wieder dabei bleibt. Kann natürlich auch sein, dass sie sich nach, was weiß ich, 20 Folgen wieder verpissen, das wissen wir einfach nicht. Ja, oder nach zwei. Wissen wir halt. Das kann man vorher nie sagen. Deswegen einfach mal schauen. Ey, ich baue gerade so viel Scheiß zusammen. Dann gucken wir mal. Ja, was baust du da überhaupt? Ja, ich wollte gerade mein Bett da platzieren, es geht aber nicht. Er baut ein Bett. Du bist echt behindert, ohne Witz. Ja, Alter, kann man kein Bett platzieren, nehme ich an, oder? Ja, das ist Spawngebiet, da kannst du aber nichts abbauen. Ja, abbauen schon, aber ich will ja gerade mein Bett hinhauen. Ja, wahrscheinlich ist hier das Bauen irgendwie ein bisschen rumgebackt, weil normalerweise kann man hier nichts abbauen. Vor allem, wir sind hier alle nicht OP und so. Da ist ein bisschen komisch, dass man hier einfach abbauen kann, aber man kann anscheinend halt kein irgendwie Bett hinbauen. Ach, scheiß drauf, ich mache mir jetzt eine Höhle und vergrabe mich irgendwie im Erdloch. Du es. Geh doch zu Gaps. Nee, ja, bin ich ja, Erdloch. Bei mir zusammen da. Es ist mein Erdloch. Geil. So, ist halt echt so, halt, Gaps, so.
Es wird Nacht, scheiße. Ich bin noch nicht mal ansatzweise mit meinem Haus fertig. Ich stehe hier gerade zum Diamantriss. Es wird Nacht. Du hast Diamantrüstung? Ja. Vielleicht mal Fackeln aufhängen. Wie gesagt, so. Ich habe ein bisschen übertrieben gestern Nacht. Ja, aber wir haben gesagt, wir dürfen nicht töten und so. Doch, wir haben gesagt, Stripmine ist okay. Das haben wir davor immer gesagt. Außerdem war es keine Regeln, sondern sozusagen nur eine Abmachung mit der Gentleman. Und die hast du sozusagen eh schon davor ein bisschen beschädigt. Ja gut, aber was der eine macht, musst du ja nicht auch machen, verstehst du? Okay, ja, ich mach uns jetzt einfach einen Swimmingpool draus. Ich mach das einfach einen Pool draus, okay? Lass dir aus. So, es wird Nacht. Gucken wir uns einfach mal das Explosionsziel gleich aus der Ferne mal an. wo sind meine Fackeln hin? Ach da. Was ist das denn wohl hier vorne? Wem gehört das denn? Ich weiß es nicht. Ui. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht eine kreative Idee habt, was man mit Pure Samen gut machen kann. Ach, da wohnt doch bestimmt eh nur so ein Köter, wo du da gerade hinguckst, Gabs. Hat die Schnauze, du billiges Stück. Da ist aber gerade eh ein billiges Stück. Jo, wo bist du denn? Wo bist du denn? Das wirst du nie erfahren. Okay, wenn du so spielen willst, dann kannst du nach außen in die Luft sprengen. Dann geh ich jetzt nicht schlafen. Ja, spreng mein Haus in die Luft und du wirst nie wieder spielen können. Oh, dann platziere ich jetzt hier ein TNT. Ja, tu es. Ich bin so am Grinsen, ich bin so heftig am Grinsen. Okay, habe ich gemacht. Ja, kannst du von mir aus machen. Ich habe eh überlegt, ein Sandhaus zu bauen. Als ich vorhin Ich war übrigens vorhin auf der alten Map und dann habe ich alles angezündet. Das fand ich befriedigend. So, ja, ich habe mich halt gesprengt, Pure. Ich werde sie nicht mal hören, weil die Händeln so laut gackern wahrscheinlich. Ja, das ist so heftig. Die sind so laut. Deshalb habe ich ja gesagt, wir müssen die abstechen. Natürliche Auslese. Ja. Natürliche Auslese ist auch so die beste Ausrede einfach immer. Halt echt so. Irgendwie lasse ich den Baum, der große da drin stehen, der gefällt mir irgendwie so groß und dick. Bitte was? Dumme Schwuchtlunge Scheiß. Ja, genau, Gabs. Ist halt echt so. So, Gabs, wir haben jetzt gleich einen coolen Swimmingpool. Könnt ihr pennen gehen? Nein. Ja, theoretisch schon. Wenn ich Endermans jagen. Warte, ich leg mich einfach da heraus hin. Ja, wir können ja eh nicht pennen gehen, dank Pure. Wieso nicht? Was? Weil ich in der Scriptmine bin. Okay, jetzt gleich nicht mehr, jetzt bin ich gleich oben. Hä? Ja. Wieso sehe ich dich eigentlich nicht auf dem Radar, Sebastian? Weil ich's kann. Tja. Das ist echt so, ne? Kann man Köpfe machen. Kann's. Oh. Okay, ich mach noch ein Sprungbrett. Das hat sich angehört wie ein Feuerzeug. Ja! Was denn? Ich hab's gar nicht gehört. Ich hab's gemacht. Hab ich doch gar nichts gemacht. Oder? So. Geh weg. Ist das nicht geil? Oh, das ist Hammer. Dumm. Ich hab mir einfach voll am Arsch weh getan, dass nur ein Block tief. Jetzt, warum hast du das weggesprengt, Mann? Ich verglück dich darüber. Ich muss erst wissen, ob du schwimmen kannst, bevor ich das größer da mach. Also ich könnte jetzt pennen gehen. Wir lassen doch eh eine Nichtschwimmerzone, oder? Hm? Hier hinten ist eine Nichtschwimmerzone. Genau. Für Leute wie Pure. So. Ne, ich kann schwimmen. Dann gehe ich jetzt pennen. Ja, ich auch. Ich penne bei unserem Pool. Auf dem Sprungbrett. Ja, aber du kannst nicht im Freien pennen, weil sonst essen dich Monster in der Nacht. Ich liege aber schon im Bett. Ich kann pennen. Beinst. So, ich liege auch. Ja, Uno zu dem Momento. Ich bauch. Warte, ich auch sofort. Boah, Alter, mein Nacken hat gerade richtig hart geknackt, so hat man sicher die heftigen Ausdrücken gehört. Oh, ja, geil, ja, gib's mir, Gabs, ja. Seid schon im Bettchen? Oh Gott, nein, ich noch nicht, warte. Ja, wir pennen alle, du. Ja, ja, so, warte, ich muss die Tür zumachen, sonst werde ich von Monstern gefressen in der Nacht. Alter, ich schlaf auf dem Pool. Ich schlaf auf dem Sprungbrett. Gabs Gaming TV gelernt. Gabs Gaming TV. Das habe ich natürlich auf einem... direkt bei mir auf der 2 bei den Sendeplätzen. Wie wenig Bäume wir da haben eigentlich? Hast du nur so irgendwelche Samplings oder so? Ja, ich hab die alle abgerissen gerade. Ja, warte, ich brauch den. Ich baue jetzt mal. Nein, nicht den! Ich möchte den! Ja, ist echt so, ne? Da war das TNT für Pure! Was? Was ist das? Ich hab den extra stehen gelassen. Ich hab ungefähr. 1,5 Stacks Holz Inventar. Ja, dann schmeiß mal 2 her. Baum, den ich stehen lassen wollte. Ja, Ne, jetzt hast du verkackt. Okay, wir haben mal bei letzte Chance. Finde ich nicht so schlimm. Es war der schöne Baum. Ja, da explodieren halt dann nur. Ja, ich nehme ihn ja nicht ganz. Ich brauche nur
einen Ding. Der Pool wird nicht lange stehen. Echt so der Pool und so. Schau, das ist mein Poolbett. Das ist nicht so ein sogenanntes Wasserbett, ja. Ich habe ein Wasserbett. Ich hatte einen Tipp. Alter, ich hasse das, wenn man sich erstmal immer so sortieren muss. Das geht sich jetzt nicht aus. Es geht sich echt nicht aus. Gescheiße. Gaps? Ah, nee, egal. Ich weiß die Antwort schon. Was denn? Nix. Meine Diamanten bekomme ich noch. Nö, die nicht. Klar. Verdammt. Alter, das ist. Oh, oder? Das ist immer so viel zum Sortieren, ey. Ich bin gerade mit meinen Kisten umgezogen, da bist du erstmal auch wieder 5 Minuten dran, das alles mal ist echt so einzuordnen und so. Ja. So, jetzt habe ich das Ganze ein bisschen ausgebildert. So. Ja, jetzt haben wir sogar eine Stiege. Hier ist das Reich von Game und 16 Minuten. Ja. Sorry. Ich habe irgendwie in der Folge nicht so viel hinbekommen. Matthias. Das ist schon schade. Ja, ich habe auch sogar gestern noch eine Obsidian-Farm gemacht und so. Ich habe echt. Wie viele Diamanten hast du gestern gefunden, dass du eine Dia-Rüstung hast? Einige. Wo ich. 100 Millionen, aber 1000. Ich würde das dann unterbinden jetzt, weil das ist echt. Ja, wir haben es ja jetzt unterbunden. Nur wie gesagt, wenn du mich anpisst, dann bin ich angepisst und dann spiele ich 3 Stunden in der Mine Minecraft. Ich habe es angepisst. Ja. Pure aber. Ich sage ja nichts dagegen. Und jetzt habe ich halt sehr, sehr viele Diamanten. Und jetzt will er auch pushen? Nein. Oh, was ist denn das? Das ist, glaube ich, ein dicker Cock, ne? Wo ist eigentlich dein Bett, Pure? Hab ich vergraben. Wie geht's denn unsere Hühnchen? Okay. Die gackern fröhlich vor sich hin? Ich hab zurzeit kein Bett. Ich penne immer bei Dennis. Mein kleines Penis. Wer von euch will noch sterben? Hand hoch, alle haben die Hände hoch, nice. Nö, ich nicht. Ja, du bist ja, du warst ja so gesehen noch nicht gefragt. War ja dein Spruch, der zum Schämen verleitet hat. Oh, du Monster. Kriegst du zurück, Minion. Oh nein, ich hab ja so Angst. Da will ich auch. Dias. Gaps, es sieht langsam gut aus mit deinen Dias. Also mit dem Zurückgeben. Mhm. Alter, ich hab schon wieder 10 Händeln fast reingeschmissen. Schreib mir Ehrenmann in die Kommentare. Zack. Ja, du hast ihn außerhalb deiner Aufnahme einfach umgebracht. Ja, aber ich hab's auch selber aufgenommen. Ja, dann musst du das als einzelne Tag. Folge hochladen, an dem einen Tag. Das ist eine einzige Folge. Naja, er kann ja auch an dem Tag 2 Folgen hochladen. 16, ne? Haben wir gesagt. Ne, ey. Dummer Assi. Man muss ja sagen, so bei Aufnahmen und so sehen wir das ja eigentlich ziemlich locker. Halt, das Einzige, wo wir halt dann immer so ein bisschen drauf achten, ist, dass wenn man jetzt irgendwie gemeinsam was aufgenommen hat, dass halt die Folgen gleichzeitig released werden. Außer man sagt von sich selbst aus, ja, die release ich später, das ist auch in Ordnung, wisst ihr, aber dass halt sozusagen die Folgen mit den gleichen Leuten immer bei allen gleichzeitig zu sehen sind, das finde ich wichtig. Alter, wie viele Dias sind hier? Alter, warte, ich glaube 6 Stück. Ah, Gaps ist hinter mir. Schlag ihn. Hey, ich habe jetzt einen coolen Aussicht. Wie viele Herzen hast du noch? 2. Digga, 7 Dias, Gaps, ich kann sie dir zurückgeben. Wie Pio gerade alles mit sich machen lässt, einfach, ne? Nur weil er so Schuldgefühle hat. Ich habe auch Schuldgefühle. Warte, so. Also, ich hoffe, die meisten haben es jetzt inzwischen verstanden, um es nochmal ganz kurz zu sagen. Pio hat aber das halt war ja jetzt einfach nicht die Rache. Ich habe ihn jetzt bis jetzt nur überrascht von hinten. Hätten die Lava boxen können, habe es aber gelassen. Das kommt halt noch, das Schiff. Was Schöneres, was ich mir halt ein bisschen aufspare an diesem Projekt. Na, ich sag mal so, du darfst ja halt auch nicht zu viel erlauben, da muss man eigentlich dazu sagen. Ja, aber ich darf meine Rache dann ausüben, wann ich will. Ja gut, aber er darf sich natürlich auch wehren. Ja, und wieder rechnen und wieder. Hat er doch gerade gemacht, aber ich habe trotzdem keine Herzen verloren, weil ich eine Diamantrüstung habe und der nicht. Ja, nee, ich sag's ja nur. Jetzt töte ich gerne mal von hinten, so. Ja, müsst ihr nicht. Er hat einfach eine Angel dabei. Willst du jetzt PvP machen oder was? Ja, voll witzig. Das wäre so mega witzig, wenn Gaps jetzt einfach zu. Also die ganze Zeit da bei Pio rumläuft und dann einfach Pio zack tötet. Komm einfach nicht raus. Das wäre so heftig. Warte. Ja, du hast die Dias schon genommen, du fette Stück Scheiße. Das wäre heftig, meine Freunde. Ich hab sie wieder reingelegt.
War nicht alle. Ich weiß nicht, ob du es checkst. Doch, alle 6 Stück, die ich mit hatte. Könnt ihr ja gerne in meiner Folge angucken. Ja. Ich weiß noch nicht, wie viele Diamanten du richtig verloren hast. Ich will deine Folge sehen, Gabs. 100 waren es. Das Ding ist, du kannst natürlich alle 100. Deine Diamanten mitnehmen. Das weißt du kannst schon, natürlich, Gabs, du kannst natürlich Pure auch theoretisch sofort bestrafen, indem du ihn in PvP killst, weil dann darf er ja morgen keine Folge bringen. Ja, stimmt. Was? Weil das ist nämlich auch eine Regel. Man darf halt am folgenden Tag, nachdem man durch PvP oder so gestorben ist, oder halt einfach so gestorben ist, halt alles außer irgendwelche Fallen in den Häusern oder so, dann darf man am nächsten Tag keine Folge bringen. Und einfach in einem Dreckshuren so ein Erdloch, das gibt's ja. Ja, du gerne. Auch, Mann! Ja, aber du baust es noch mit Erde zu. Ja, weil ich letztens, weil ein Creeper hier runtergefallen ist und dann ist er explodiert und waren all meine Kisten weg. Bei mir ist er gestern direkt neben mir explodiert, dieses Drecksviech. Ich gucke aber, glaube ich, auch mal bei euch vorbei demnächst mal so die Häuser, wenn ihr das erlaubt. Gar keinen Bock. Also ich meine, an sich könnt ihr da ja eh nichts gegen machen, aber... Doch, dich töten. Nein, echt? Dafür, dass ich das Grundstück angucke, kannst du mich ich nicht... Ich kann töten. Eine Sperrzone errichten und in der ich... mein Recht, seit wann dürfen wir Sperrzonen errichten? Das ist ein freies Land, Caps. Seit wann dürfen wir das nicht? Es ist ein freies Land, also darf ich mit dem Land, was ich erobere, sozusagen mir einzäunen, machen, was ich will. Ja, aber dann könnt ihr theoretisch einfach... Jetzt kommt schon wieder die Regellücken, Mann. Naja, das ist halt die Scheiße, aber trotzdem... Ja, ich finde, das sollte man schon nicht machen, weil das ist echt verdammt behindert. Naja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, du sollst nicht in mein Haus reingehen und du gehst in mein Haus rein, dann... Ja gut, das ist was anderes, aber nicht, wenn ich es halt von außen angucke einfach. Ja, ja, angucken, das ist wieder was anderes, aber wenn man sozusagen... Wenn man halt eine Mauer um sein Zeug rumzieht und dann... Ich meine, wir betteln das hier ja nicht, ne? Ich meine, warum soll ich mir dein Haus nicht angucken dürfen? Aber ich meine, wir sprechen jetzt natürlich nur von der Theorie immer, ne? Wir sind übrigens bei 21 Minuten. Ja, man ey, wie viel sattel ich einfach ab, ey, der richtige Angriff. Nicht, dass sich die Leute wieder aufregen, so, ja, was habt ihr schon wieder für viele Scheißregeln, ihr spielt aber schon ding, wieder gegeneinander. Aber ding, 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 kannst du bitte aufhören, mir dazwischen zu reden, Alter? Ding, 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 nee, PvP zählt doch erst eh, wenn der andere sich wehrt. Nö. Warum sollte das dann erst zählen? Weil das sonst scheiße ist. Du kannst dich ja schlagen ja, lassen, du willst. Er darf dich ja eh nicht random killen. Random killen darf man halt auch nicht, das haben wir auch gesagt. Ist ja auch mal geil beim Eingang. Das ist ja bescheuert, wenn du einfach zu einem hingehst, tötest ihn, zack, ist er tot. Ja, herzlichen Glückwunsch. So richtig ohne Grund oder so, weißt du, du darfst nicht. Ja, das kann man im späteren Verlauf des Spiels vielleicht dann machen. Ja, das sieht man das ja. Das ist dann noch in weiter Ferne. Also, wir haben mit dem Projekt ein paar Dinge geplant. So wie hier die ganzen Hühner zu ficken, töten, meine ich. Zu ficken. Bitte was? Ich hab so einer bist du, also die armen Hühner. Also es gibt ja Leute mit Fetischen. Und es gibt auch Leute mit Stehtischen. Einfach. Oh Gott. Einfach hier. Denn es ist so mega Klotzhaus, Alter. Oh, Holz. Ah, hier sogar 2 Kisten, sehr geil. Man kann das so machen, Ben. Du kannst mit dem Pure so machen, fettes Plakat aufhängen, so Achtung, nicht weitergehen und es explodiert. Das ist ja eigentlich, zählt eigentlich auch schon als Warnung, oder? Ja, geil wäre auch was so denn? Tick-Tack, wenn so auf einem genau. So Schild rumsteht und davor ist eine Druckplatte. Das wäre schön. Geh drauf, wenn du dich traust. Dennis hat auch noch viel Zeug am Start. Ja, Dennis hat natürlich am Apparat. Ja gut, aber da sind halt auch viele noch von meinen Sachen bei, aber ich lasse ihm die einfach. Meine Dennis und ich spielen ja sowieso zusammen. Au, 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 wow. Ey, Teamplayer. Gäb's das ja, schon mal einen coolen halt, Balkon sehen? Ja, geiler miteinander als gegeneinander zu spielen. Ja, ist es auch. Auch schlau. Wo habt ihr euer... Lol, was ist das denn? Oh, wo bist du denn? Komm mal zum Spawn. Hast du den Spawn markiert? Ist das von Dominik? Ich? Da herum. Ich weiß, wo der Spawn ist. Schau nach links. Dreh dich um. Ich weiß, wo du bist. Du bist da oben. Lol, du baust das jetzt? Ne, ist gerade ein Balkon. Also, ich muss also irgendwo meine Kisten hinterfragen. Weil, guck mal, ich wollte in den Berg da links daneben dann reinbauen. Okay. Dann sind wir wieder Nachbarn. Hallo, Gabs. Oder ist das Gabs? Oder ist das Sebastian? Nee, ja, das sind. Hallo, Gabs. Ein Friedensbaum. Warte, ich geb dir auch rein. Warum Friedensbaum? Ihr seid ja voll gay im Kopf. Buchtelfrist. Boah, Alter, wie groß ist der Baum da vorne geworden? Hast du es gesehen? Welcher? Da vorne, Alter, ist mal der Mr. Mammut. Bui. Ja, ja. Ja, es wird Nacht, ich muss gleich wieder zu meinem Wasserbett. Ein Wasserbett? Ja. Nein, das mache ich natürlich nicht. Ach, schau. Da ist der Sebastian. Unser Wasserbett. Mein oh Wasserbett. Oh Gott. Yippie! So.
mir, nein. Hast du schon tiefer gemacht? 360. Niemals. Boah, das war heftig. Ich mach sogar, oh Gott. Nein, 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 ich bin im Pool gefallen. Warte, warte, jetzt mach ich Trickshot des Todes mit Angel. 720. Oh! Er hat mit der Angel reingeboxt, ich liebe es. Ihr scheint ja viel Spaß zu haben ohne mich. Ich hätte gerne Schwimmreifen. Kann ich dich eigentlich mit der Angel zu mir hinziehen? Probier's, ich bleib stehen. Ja, treffen müsstest du auch. Au! Oh. Ja, danke, genügt. So richtig wild. Alter. So richtig ich schlaf wild. Währenddessen, ihr könnt sich da mal boxen. Mit der verzauberten Angel einfach, ich mach's einfach kaputt. Aber so, ich schlaf da mal. Im Wasserbett. Jetzt auch hoch. Vor allem Wasser. Ich schlafe, aber. Wasserbett ist eigentlich was ganz anderes. Au. Ich kann den einfach aus dem Bett rauswachsen. Geh, Bro! Ja, unsere Farm gedeiht ziemlich prächtig. Hey, wo habt ihr euer Haus? Ich stehe jetzt hier auf dem Balkon. Ja, das ist meiner, das habe ich gerade gemacht. Da habe ich nur meine Kiste reingeschmissen. Ja, gehen wir pennen, gehen wir pennen. Ah, oh Gott, die Hühnerfarm, oh Gott! Geht pennen, geht pennen. Ja, und hab, Niklas? Habt ihr drei Betten? Also, sonst geh ich einfach kurz zu Dennis oder was? Geh zu Dennis. Niklas, das Ganze hier habe ich gerade eben schon ein bisschen ausgedingst um Stack Hühner. Es waren so viel mehr. Darf so ich da mal mehr reinspringen und nein, wie viele Eier das sind? Nein, ich hab war nicht gerade da drin, da sind jetzt was keine mehr drin. Ja, wie kommt man Eier hoch, wenn man reinspringt? Wie kann man da hochkommen? Es sind sofort Eier drin, ich habe jetzt schon wieder zwei Stacks. Drin. Okay. Wo ist denn? Ach, da ist es. Klack! Ich mach jetzt mal wieder 100 wie Eier. Viel? Mal wie viel ist das Erdloch? 1, 2, 3, 4 mal 4 oder so. Ja. Wer war das? Ja, ich hau gerade die Eier rein. Ja, ich hab Schaden dadurch bekommen. Ja, mit Eier. Weil du wahrscheinlich runtergefallen bist. Ja, wahrscheinlich ein Block tief. Hier ist mein Angelposten, Niklas. Hast du einen eigenen Steg gegangen? Da gucken wir zuerst, pennen. Was kriegt. Ja, ah, nur weil du nicht Glück hast. Ja, dann gehe ich jetzt auch nicht pennen. Ernsthaft jetzt? Rennen. Ah, du hast den Fisch bekommen, ich hab Arschloch. Den Fisch bekommen. Das gibt's doch nicht. Gäb's schon, ich kann da auch ein Sprungbrett machen, dann kannst du weiter rausgehen angeln. Oh ja. Wie das ja. Ja, dann gehe ich jetzt diese Nacht, dann fix euch ins Knie. So, ich baue mal unser Brot ab. Unser tägliches Brot baut heute ab. Und wo pennt ihr? In der Höhle oder was? Ich bin auf dem Wasser. Oh Gott! Was ist das denn für ein Verlies, gell? Lass mein Zeug jetzt hier in Ruhe. Ja, ja, es gibt nur Wasser und Brot. Wichtigen Sachen nehme ich mal mit. Da sind noch Hühnerkeulen in den Öfen. Ja, du guckst all mein Zeug an, das gefällt mir nicht. Ja, kannst du bitte mein Zeug in Ruhe lassen? Ich lass es. Ich lass es doch aus, in Ruhe. Sonst töte ich dich. Och Mann, oh. Wie alles geklaut hat, ja, wahrscheinlich. Junge, ich hab nicht ein Eisen. Aha, Eisen hast du genommen, okay. Da. Gehst du? Farm ist wieder aufgefüllt. Wie das aussah. So richtig behindert einfach. Wie gesagt, ich bin gewillt, jeden zu töten, der mein Hab und Gut nicht in Ruhe lässt. Ja, in Ruhe gelassen habe ich's, muss ich sagen. Ja, okay, außer man nimmt Kiste öffnen als. Ja, da hinten ist eine Spinne. Wenn ich eine Spinne sehe. Was habt ihr hier vor eigentlich? Soll das ist unser Pool. Werden, oder? Oh, eine Spinne. Einfach, ja, scheiße. Ich hätte einfach gesagt, ins Bett, Augen zu. Ohne Witz, Mann. Es gibt Alter. Einfach hier keine Endermans. Das fuckt mich so ab. Bei der Hitze muss man baden gehen einfach. Boah, ich muss jetzt eh gleich dann wieder meine Klimaanlage anmachen. Nein, tust du nicht. Ja, nach der Aufnahme. Weil wir darunter leiden. Ja, ja ich danach. Egal, machen wir Ding, gehen wir. Ah, nee, Ding. Ich. Pennen will ich jetzt nicht, weil ich jetzt am Ende. Ja, wir sind schon bei einer halben Stunde Aufnahme, es ist ja heftig. Ja, dann sollten wir jetzt eigentlich die Aufnahme beenden, oder? Ja, meine ich auch. Was ja, aber alle pennen. Ich play hier ganz kurz den Drecks Creeper, meine Freunde. Oh, Skelett. Ah, TNT bist du da. Hallo, ah, Niklas! Hallo, Niklas! Ich bin kein TNT. Wer läuft hier dort oben im Mogi rum? Hä? Bei mir ist Gaps. Ja, aber ich bin unten, mir. Hast du die Fackelfarm nicht gesehen? Wackel. Also da unten sehe ich fucking. Ja, Alter, unsere Händel geben einfach 100%. Ich würde so gern wissen, wie viele das sind, echt. Boah, ich hab grad ein Skelett spawnen sehen. Was hat das für ein Zombie gestohlen? Wow, okay. Lol, da ist ein Skelett, das auf eine Spinne reitet. Hinter dir läuft ein Zombie her, ja. Ne? Gibt's. Pass auf, zwei Creeper kommen zu dir und zwei Spinnen und. Jetzt drehen wir bei Pure zu Hause. Ah, der Creeper! Hä?
Lol, der Creeper ist wie einfach in der Mitte steht und euch dreht und die Zombies tötet. Level. Das sind halt die krassen Boys auf dem Schulhof. Nein! Fuck, warte, ich mach das wieder. Da sind sau viele Creeper rundherum. Die wollen dich irgendwie töten, Pure, ha? Huh? Wie es mir gibt, Mann, als ob ich nichts für mich selber hab. Ja, ich hab das so gerade aufgesammelt, weil ich da drauf gesprungen bin, aus Versehen. Ich bin auch irgendwo drauf gesprungen, aber ist ja nicht mein. Wo ist eigentlich das Schwein, was du gestern Nacht? Ja, das hab ich getötet. Ich borg mir mal das Schaf hier aus, okay? Ah ja. Wie, du borgst ja das Schaf aus? Ich will's gar nicht wissen, glaube ich. Das nimmt er jetzt schön mit nach Hause, noch eine Runde in den Pool und danach vielleicht schön Abendessen und dann mal gucken, zum was Kuscheln. Hey, genau. Bro, ich hab mir gerade eine Kiste einfach gehört. Hey, hast du noch ein Haus oder war das das Haus, wo ich vorhin drin war? Das ist das Haus, wo du vorhin drin war. Das haben die Diamanten einfach mitgenommen. Alter, verpiss dich doch, du Richtspinne. Aber wenn ich sterbe, geht mein. Da ist ein Enderman. Obwohl es kein gar nicht gerade hier. Mein Enderman. Da ist noch ein Enderman, das sind zwei. Wo? Da ist ein Enderman, Ich glaube ihn. Alter, Gabs, verpiss dich! Wo ist der andere Enderman? Ja, da war gerade noch einer irgendwo, rechts davon. Warum? Warum hast du das getan? Ich habe einmal auf ihn geboxt und den nichts von ihm bekommen. Egal, Bambi, die Aufnahme. Niklas. So schnell willst du die Leute also loswerden. Ja, will ich auch, Mann, scheiße. Ist halt aber, oh mein so. Gott, wir nehmen fuck, ja noch auf. Was hat der Enderman gedroppt? Kinderperle. Ja, was glaubst du, dass er hier droppt? Ein Spermazug? Ja. Das wäre natürlich heftig. Ich gehe mal ganz kurz zu eurem Haus und markiere mir das mal, dass ich da mal sofort hinfinde. Ah, ich hätte mir Pures Haus gerade spawnen. Ja, ich markiere mir einfach Pures Haus jetzt erstmal. Was soll denn das Haus eigentlich sein? Was ist denn das? Was hat das für einen Sinn, Pure? Einfach, damit man mal so schnell zu sich findet, finde ich. Was ist? Was hat denn dein Haus für einen Sinn? Einfach also in irgendwas? Der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall zu Niklas. Wieso meinst du, weil es da nicht fertig gebaut ist? Ja. Weil ich es einfach noch nicht fertig gebaut habe. Ich kann es mir derzeit eigentlich leisten, wenn wir ehrlich sind. Was? Ja, wenn wir ehrlich sind, weißt du aber, was das für Folgen haben wird im Laufe des Let's Plays. Im Laufe des Let's Plays, aber für den Anfang kann ich dich die ganze Zeit theoretisch immer ausrauben und dich nie auf mein Level lassen können. Da tun wir auch. Bin ja, nur wir wissen verdient. Alle, dass ich dann wahrscheinlich nicht meine Sachen da speichern werde weiterhin. Egal, wir müssen die Aufnahme beenden. Jo. Nein, müssen wir gar nicht. Ich markiere mir noch kurz die Häuser. Kann ich das noch eben ja, machen? Ich werde jetzt aber trotzdem die Aufnahme beenden. Kannst du trotzdem noch ein bisschen markieren. Ich will nämlich nicht zu lang hochladen. Oh, warte, das sind noch Enderman. Das sind Enderman Gaps. Wir nehmen den noch auf. Das sind noch zwei Enderman Gaps. Echt? Kriege ich einen davon? Ja, weil jede Sekunde mir ist, ja. Wo bist du? Egal, haut dabei einen. Da, der steht direkt neben mir. Alter, das jetzt hab das, ich... Das hier ist meiner, dann nehmen wir den anderen dann. Oh Gott! Kombi. Oh mein Gott, schnell. Du beendet die scheiß Aufnahme nicht, Mann. Ja, deshalb. Krass, ich brauche einen Enderman. Oh Gott! Bitte stirb, bitte stirb. Was ist mit dem Enderman? Wieso hat der Holz? Ich dachte, ich kriege den anderen. Da ist was. Ah, Enderperle schon wieder. Ja, sorry, ich muss ihn angreifen, weil ich dachte erst, er hätte mich angegriffen, jetzt wegen dem Creeper. Aber ja. War es doch nicht so. Ich würde mal sagen, bevor wir es noch länger hinauszögern, ha? Ja, dann. Jetzt sind wir bald bei einer Stunde. Und okay. Und das heißt, ciao, bis zum nächsten Mal. Bewerten, kommentieren, nicht vergessen, schreibt es in die Kommentare, was ihr mir jetzt vorschlagt, wie ich Pure das Ganze heimt sein soll. Und ja, ich glaube, bis zum nächsten Mal. Also, TNT-Kanone hört sich gut an, finde ich. Naja, egal. Bis morgen. Hört sich sehr gut an. Also, ciao, tschüssi. Haut rein.